Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga hier bei Crush 43 89. Wir finden uns nun im Witztempel. Dort werden wir auf Bowser im Netz treffen, denn wir müssen ja noch die Sternbohne überbringen. Oder zumindest versuchen wir noch die Felsen davor zu überbringen. Oh mein Gott, das war scheiße. Ja, aber eine Sache ist wenigstens gut. Ich glaube, dieses Mal bleibt Fraps Lag frei, weil ich habe Google Chrome geschlossen. Ich glaube, solange Google Chrome offen ist, dann wird irgendwann Fraps nachlassen. Das hasse ich so wie die Pest, wenn Fraps da ständig irgendwelche Scheiße baut mit mir. Das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Weil, wozu eigentlich habe ich eigentlich einen recht starken Laptop, wenn es wieder nicht klappt mit den Aufnahmen. Ich brauche wirklich einen weitaus besseren PC, damit ich dann keine Probleme mehr habe mit den Laggen. Weil das nervt irgendwann nur noch unnötig. So, hier müssen wir auch rüber. Lachbohnen! Lachbohnen! Geiler Scheiß, nur her damit. Noch mehr bitte. Schade, mehr gibt's nicht. Ich glaube, da gab's irgendwo so einen Block, der viele, viele Lachbohnen gab. Da kommen wir auch nicht drüber. So, wie war das jetzt hier nochmal? Was muss ich nochmal machen, um hier weiterzukommen? Also hier hätte ich, das muss ich mal überlegen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das nochmal war. Es gibt auf jeden Fall einen Weg, wie ich da weiterkomme. Hier komme ich ja nur runter zu der Seite hier. Das war eigentlich auf der anderen Seite nochmal. Da war ja gar nichts, oder? Ich muss halt jetzt überlegen, weil ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Schon klar, ich habe es ja schon 5-mal durch gehabt. Ist auch klar, gesuchtet. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich muss wirklich da lang. Sonst kann ich mir nichts anderes vorstellen. Aber da ist ja nur ein Secret-Raum, oder? Ist da nur, da komme ich ja nicht drauf. Also es ist eigentlich schon am Abend, aber es ist immer noch 34 Grad bei uns. Ihr merkt es vielleicht, dass ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten beim Kommentieren habe, weil, ach ja richtig, der Wellsprung. Ich dumm Batz. Weil es ist so extrem heiß. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist wirklich, arge Hitzewelle, die uns gerade heimsucht. Wo es früher noch so übertrieben kalt war und hässliches Wetter. Bis Anfang Juni ist es ab Ende Juni bis aktuell Ende Juli so heiß geworden, dass es echt nicht mehr feierlich wurde. So, da müssen wir normal durchgehen. Okay, das hat man gepackt. Oh, das ist, glaube ich, schwierig. Daran erinnere ich doch. Nein! Warum bewegen sie sich denn nicht? Jetzt kommt wieder diese Soundlag. Ach. So, aber jetzt. Hier muss man wirklich perfekt timen. Jawohl. Gut. So, also, wir haben will jetzt gerade irgendein kleines Mädchen mit dem Namen Chochola mit uns hier spielen. Fangen spielen praktisch. Wir müssen jetzt zu ihr vordringen, weil sie bezweifelt es stark, dass wir es nach oben schaffen könnten, auf diese eine Plattform. Dazu müssen wir aber mit Feuer arbeiten praktisch und diese Suppe hier, der unten ist, zum Kochen bringen. Jawohl, ich wusste, es Lachbohne ist sehr schön. Fehlen nur noch 2 Lachbohnen, dann könnten wir auch den letzten Saft herstellen lassen. Weil, dann wäre das Professor Egid, weil wer es nicht weiß, Professor Egid ist nämlich dann, kommt nämlich in diesem Spiel vor, einen kleinen Easter Egg, wo ein Café besitzt, und wenn wir einen
wenn wir einen bestimmten Saft herstellen durch eine bestimmte Bohne, jedes Mal eine neue Art kreieren kommt, erscheint dann der Professor und belohnt uns dann mit einer kleinen Erfindung. Einige der Erfindungen haben wir ja zum Beispiel schon bei uns angelegt, wie zum Beispiel die Erfahrungspunkte erhöhen, wenn wir keinen Schaden nehmen, um das Doppelte. Vielleicht gibt es auch wieder so einen Orden in Mario & Luigi 4. Das waren die letzten Lachbohnen. Geil! So, hier können wir die Suppe zum Kochen bringen. Ui, das ist aber eine ziemlich dicke Flamme. So, jetzt köchelt die Suppe schön vor sich hin. Und jetzt können wir mit dem Rauch einen Wirbelsturm erzeugen. Ach, ich wusste es doch, dass das Feld nicht umsonst war. Aber das ist, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja. In Mario & Luigi 4, ich bin mal gespannt, wie da es jetzt zum Beispiel mit den Erfahrungspunkten so geregelt ist, ob man da auch wieder mehr Erfahrungspunkte bekommen kann durch ein bestimmtes Item. Oder ob man da, überhaupt nichts bekommt. Das muss ich mir dann mal demnächst ansehen, weil soweit bin ich ja bisher noch gar nicht beim Aufnehmen. Aber bis das Video hochgeladen ist, bin ich natürlich schon viel weiter und möglicherweise weiß ich es dann schon. Es wird da immer ärger mit den Projekten, weil es kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr Sachen. Ich meine, jetzt zum Beispiel habe ich aktuell mit New Super Luigi U, was aber schon beinahe fertig ist, beziehungsweise wenn das Video hochgeladen worden ist, wahrscheinlich eh schon fertig aufgenommen ist, dann noch Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Ach man, ich bin so blöd, ich renne die ganze Zeit den Kreis rum. Also, Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Na, wieso geht der nicht in den Wirbel rein? Hä? Ist das ein Bug? Was soll das? Wieso? Da muss ich ja anscheinend von hier aus im Wirbel rein, sonst zählt es anscheinend nicht. Wie lame ist das denn? Und jetzt wird's richtig hart. Gib besser auf. Nee, das kannst du knicken, Kleine. Der Schleim. Schleimi Schleim. Der Schleim drum. Der ist so ein Schleimer. Sieht wirklich aus wie Slimer. Ernsthaft, wie Slimer aus Ghostbusters. Diese Schleime sind natürlich empfindlich gegenüber jedes Element, sprich Feuer oder Donner. Das können aktuell Mario und Luigi ihnen auch zeigen. Uns auch gerade zeigen. Okay. Also Pokémon Feuerrot und Blattgrün, Mario und Luigi 4, Pikmin 3, Monster Hunter Tri Ultimate und New Super Luigi U. Aber einige, wie New Super Luigi U zum Beispiel, sind ja schon beinahe fertig aufgenommen, beziehungsweise sind fertig aufgenommen zum Zeitpunkt der aktuellen des Uploads. Bestimmt auch Mario und Luigi. Bestimmt auch garantiert hier Mario und Luigi 1 ist garantiert auch schon bestimmt hier fertig aufgenommen worden. Am besten setze ich da jetzt nicht Flambuder ein, weil sonst vertreibe ich ihn nur und dann bekomme ich nicht genügend Erfahrungspunkte. Also mache ich ihn mit Platschbrüder fertig. Und hier gebe ich ihn noch mit Sturmbrüdern den Rest. Jawohl. Schön ist er wieder down. Und ja, 480, okay. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so viele Erfahrungspunkte sind, wie es in Koopa Beach waren oder so. Weiß nicht mehr, wie das hieß. Okay, ich sollte bei Luigi mal die Angriffskraft erhöhen, um... Och man, das war aber jetzt lame. Einen einzigen Punkt. Da habe ich aber jetzt echt Pech gehabt. Schade, Schokolade. Aber das Schlimme, ich sag's auch hier gerne, es kommen dann bald noch viel mehr Projekte. Unter anderem kommen dann auch Projekte wie... Unter anderem kommen dann jetzt noch gleich vier Projekte, oder vier? Waren es vier? Ja, vier Projekte auf einmal auf mich zu, wenn... Im Oktober meine ich jetzt, in Oktober, so Mitte Oktober, ich glaube am 12. oder so, kommt dann gleich vier Blind-Projekte auf euch zu, auf einmal. Und zwar,
Da müssen wir jetzt alleine kämpfen, das mache ich auch. Ist er gegen die Wand gestoßen? Ach nein. Oh, 4 Gegner mit Mario. Naja, ich hoffe, dass das auch packen werde, weil es gibt ein weiteres Problem. Diese Ultrakeime, die können die Gegner wiederbeleben, wenn sie wollen. Aber es ist wohl das Beste, wenn ich die Ultrakeime mir erstmal vornehme. Also diese Ultra-Parakeime. So, tschüss, Lutscher. Ah, schöner Angriff, also schöner Konter. Oh. Ich glaube, da muss ich ein bisschen früher springen. Und zwar gleich 4 Projekte wie Donkey Kong. Das wird echt heftig, Leute. Ah, jetzt belebt er ihn wieder. Nein, er heilt. Er heilt nur zum Glück. So. So, jetzt geht er nicht mal down. Jetzt belebt er ihn wieder. Er heilt, was soll das? Warum greifen die eigentlich nicht an? Das wäre mir um einiges lieber. Bam, tschüss, Lutscher. Ja, der hätte mich jetzt angreifen sollen. Warum um alles in der Welt geht das jetzt schief? Scheiße. Ach, so. Okay, was ich jetzt sagen wollte. Unter anderem kommen jetzt die Projekte am selben Tag. Mario 3D World. Was? Pokémon X und Y, Donkey Kong Country Returns, 2 Tropical Freeze und Sonic Lost World kommen alles an diesem selben Tag. Kann ich sagen, das wird episch, Leute, weil das sind so viele Spiele auf einmal. Wahnsinn, kann ich da nur sagen. Wahnsinn. Ist doch der helle Wahnsinn, dass man so viel gleich auf einmal starten werden. Ich würde es auf jeden Fall tun. Alles auf einmal machen. Obwohl dann ein ziemlicher Stress rauskommen wird. Vor allem. Ich habe auch eigentlich gesagt, dass ich die Wii U und 3DS-Version von Sonic Lost World gleichzeitig rausbringen möchte, aber nee, ich glaube, das wäre etwas zu viel. Ach, Mann. Ah. Hier mache ich es mir echt nur schwer. Das wäre doch etwas zu viel des Guten, weil dann würde ich unnötig in Stress verfallen. Und darauf hätte ich keinen Bock. Wenn ich da so viele Projekte, wenn ich mich um so viele Projekte auf einmal kümmere. Deswegen. Okay, da muss jetzt Luigi ran. Luigi. So, jetzt aber. Deswegen, liebe Leute, fange ich zuerst mal mit der Wii U-Version an und dann geht es erst weiter mit der 3DS-Version. So mache ich das. Aber ihr dürft euch schon mal auf 4 geniale Blind-Projekte freuen. Da werde ich auch gleich ein Unboxing-Video zu diesen 4 Projekten vorher machen, bevor ich das erste Video hochladen werde. Ach, scheiße, nein. Geh sterben, Mann. Bei den Höhlenmenschen wird es besonders hart, weil die halten so viel aus, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Lass es. Ruhe. Und tschüss, Lutscher. Naja, der eine erhöht schon mal seine Kraft. Der Kampf kann... Was? Ach, ich drücke A, ich blöd, Mann. Verdammt. Ja, sorry, dass ich mich jetzt hier so anstelle. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung. Weiß auch nicht, weil... Vielleicht, weil ich jetzt gerade über ein paar Themen reden möchte. Und ja, da kann schon mal sein, dass ich so manche Fehler mache. Und jetzt gerade, wo ich nur einzeln mit Luigi kämpfen kann, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das müsste ich dennoch hinbekommen. Vor allem, die Levels können wirklich bis Level 40 garantiert werden, bis zum finalen Boss. Und Level 40 ist schon ganz gut. Schon ziemlich stark gelevelt, muss ich sagen. Aber wir bekommen hoffentlich noch bessere Hosen. Mein Gott, wie viel hält er denn auch aus? Wenn jetzt jeder 4 Treffer aushalten muss. Aber jetzt der nächste Sprung macht ihn nieder. Jawohl. Vielleicht sollte ich erstmal eine Donnerattacke einsetzen. Dann das könnte ich ihn vielleicht noch bashen. Oder ich setze am besten... Ich wollte jetzt schon einen roten Pfeffer einsetzen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht gut, weil... Gerade bei einem Gegner wie diesem, wo man dann nur sehr schwer ausweichen kann. Ach komm, ich setze ins roten Pfeffer ein, weil das wird mir sonst zu viel. So. Jetzt ist der Sprung natürlich... Ja, ihr seht es, der Sprung ist jetzt ein bisschen schwierig. Und auch die Attacken werden schwieriger. Deswegen setze ich gleich einen grünen Pfeffer ein, um den Effekt umzukehren und auch meine Verteidigung gleichzeitig zu stärken. So.
Weil normalerweise wird dann der Effekt ein bisschen anders sein mit der... Ja, weil das mehr Erfahrung, Angriffspunkte, seht ihr es. Normalerweise würde der Effekt andersrum laufen mit der grünen Pfeffer. Ich habe zuerst immer mit Frischwurzeln versucht, diesen negativen Effekt von den roten und grünen Fächer zu heilen, aber das wäre nicht nötig gewesen. Stattdessen hätte ich einfach nur einen anderen Pfeffer einsetzen sollen und dann, ja, hätte ich sowohl Angriff als auch Verteidigungsstärkung und gleichzeitig auch, ja, was würde ich jetzt sagen, und gleichzeitig auch alle Effekte aufgehoben, dass jetzt die Brüder wieder normal angreifen können. Tschüss, Lutscher. Das Problem aber bei den Schleimen war ja eigentlich immer, sie können... Oh, ein geiles Toll. So. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, über die Schleime zu erzählen. Sie sind zwar gegen jedes Element empfindlich, aber aus diesem Grunde ja, weil sowohl Hammer als auch Sprungangriffe bei denen nur einen Punkt bringen. Komm, jetzt was ist nur mit meinem Timing los? Warum verkacke ich sie immer wieder? Ist doch echt nicht mehr feierlich. So, Chestlechuck ist sterben, Mann. Ah, wie viel noch? Einer, oder? Ja. Ultranuss. So eine harte Nuss. Ey, jetzt komm, spring doch drauf, Mann. Alter! Bleib stehen! Bleib stehen da! Ah! War klar, dass ich ihn verfehle. Komm jetzt. Lust nicht vergiften lassen. Gut. So. Mach die Biege! Ja, das wird jetzt ein Haufen Stress mit den neuen Projekten, weil vier Bleim-Projekte auf einmal am selben Tag rausbringen. Ich glaube, das packe ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem wird es dadurch dann auch weniger Projekte von den anderen geben, weil da werde ich vorher noch aufsparen sozusagen. Weil wenn jetzt ein oder zwei Projekte fertig aufgenommen sind bis zu dem Tag, also und bis zu dem Tag auch hochgeladen worden sind, würde ich sagen, dann werde ich dazwischen natürlich, jetzt dazwischen ein bisschen Pause machen und euch nur das geben, was ich noch übrig habe. Und ansonsten kommen dann die vier Blind-Projekte, die ihr dann Mitte September garantiert bekommen könnt. Mitte September, Mitte Oktober, wollte ich sagen. Die dann Mitte Oktober garantiert starten werden. Das wird bestimmt geil, ihr dürft das auf keinen Fall verpassen. Sowohl Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freeze, als auch Mario 3D World, Sonic Lost World, Pokémon X und Y. Das wird so episch. Ich freue mich jedenfalls schon riesig drauf auf diese neuen Games. Die sind alle schon vorbestellt und jedes dieser Games wird garantiert zum Release erscheinen. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, warum bekomme ich nur so wenig Erfahrungspunkte, dabei habe ich ja mit Luigi den Orden eigentlich nicht ausgestattet. Deswegen geht das auch nicht. Nein! Scheiße! Den Hammer zu früh losgeschlagen. Ah, jetzt greife ich auch noch mit dem Hammer an, nicht voll Depp. Dabei sollte ich eigentlich mit den... Nein! Ach, mit Elektrizität arbeiten. Jetzt stelle ich mich aber hier ganz schön blöd an. Vielleicht bin ich aber auch schon zu müde oder die Hitze macht mir zu schaffen. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Über 30 Grad hat es bei uns gerade aktuell. Und ich möchte gar nicht erst vor den Sonntag reden, der kommen wird. Weil da wird es bis zu 40 Grad geben. Boah. Alter, wird das heftig. Ich möchte wirklich ungern so ein Wetter durchmachen jetzt gerade. Aber was bleibt mir anderes übrig? Das wird wohl... mir nicht erspart bleiben, denke ich mal. Weil... was kann ich da noch erwarten? Dass der Sommer jetzt aufhört? Nein, bloß nicht. Der Sommer soll noch lange Zeit weitergehen. Vor allem werde ich mich wirklich mal demnächst... möchte ich mir wirklich mal demnächst ins Freibad begeben. Ich mache dann eh demnächst bald mal ein bisschen Urlaub, beziehungsweise habe es vielleicht schon gemacht. Zumindest den ersten Sommerurlaub, den ich noch haben werde.
in ein paar Wochen. Vorher werde ich euch noch dazwischen informieren über ein Infovideo. Und ja, und auch über den zweiten Sommerurlaub, den ich noch plane, weil es sind insgesamt zwei Sommerurlaube, die geplant sind. Bin ich jetzt... Oh, okay. Dann eben beide Brüder und schon geht's für beide weiter. Zumindest für Mario geht's dabei mal weiter. Was gibt's denn hier mit Luigi? Also von hier bin ich gekommen. Oh je, oh je, oh je. Ich krieg Alzheimer. Aber jetzt kommt... Oh ja, jetzt kommt die Stelle mit den Blöcken. Boah, das wird heftig. Ich kann's euch nur flüstern. Ich hasse diese Stelle wie die Pest. Okay, da muss ich noch immer mit Luigi arbeiten. Hm. Ungefähr so. Achso, der springt eh auf das Fass. Da macht er einen auf Mario. So, aber jetzt. Ich werde dann natürlich noch rechtzeitig informieren über meinen Sommerurlaub. Zum einen, der eine fängt im Mitte fängt so zwischen Mitte und Ende August an und der andere fängt Mitte September an. Na? Vorher gar nicht gezählt, Mann. Hierher zu kommen muss ich ziemlich viel Windskraft gekostet haben, stimmt's? Ja! Hier ein kleines Geschenk für euch beide. Trefft ihr schon den Blöcke mit Hilfe von A und B und Punkte zusammen. Wenn ihr es in 25 Sekunden 30 Punkte schafft, öffne ich die Tür. Oh je, das ist besonders heftig. Also, Konzentration, Mann. Fürs Erste ist noch ganz chillig. Aber dann, wenn sie völlig random mit der Geschwindigkeit, hier, fängt schon an. Hier muss man wirklich perfekt timen. So, manchmal verwechsel ich auch die Knöpfe. Eieieiei. Geht sich das noch aus? Nein, das geht sich wieder nicht aus, oder? Ja! Boah, im First Try, Baby! Und auch noch dazu nur noch 31 Millisekunden. Geiler Scheiß, Mann, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Tatsächlich habe ich das gepackt. Ich kann es selber noch nicht fassen, dass ich das jetzt tatsächlich geschafft habe. Ich glaube, ich gehe jetzt völlig umsonst mit Mario da hoch. Oder auch nicht. Jetzt kann er die ganzen Kerzen anzünden. Daneben. Da lag bitte. Aber der Feuerball sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, den er da erzeugt. So. Genau, jetzt muss man da sozusagen auch mit Luigi zusammenarbeiten, weil der hieft einen hoch mit diesem Block. Er stößt ihn an und dann kommt Mario mit den... Ja, weil jetzt, wo die Tür wieder zugeht, muss er mit Luigi hier zusammenarbeiten. So. Genau, er stößt ihn an und schon kommt er nach oben. Au. Oh. Ha, ein kleines Überraschungskomitee. Oh mein Gott. Boah, das wird heftig. Gleich sowas. Mit Mario alleine? Der arme Kerl hat es echt nicht leicht. Aber wenn ich es schaffe, ohne Schaden sie zu besiegen, dann bekomme ich besonders viele Erfahrungspunkte und schon kommt es wieder ins Gleichgewicht, dass Mario diesmal vor Luigi die Levels erreicht. Oder zumindest so ziemlich gleich. Es kommt dann eh ohnehin eine Stelle, wo man dann mit Mario alleine kämpfen muss. Das kommt dann alles noch. Da dürft ihr euch auf was gefasst machen. Oh, ich dachte schon, das wäre zu früh. Das sieht immer so knapp aus. Die Höhlenmenschen haben es halt drauf. Die sind leider viel zu zäh. Aber ich glaube, den haben wir gleich. Oder? Ich schaffe jetzt noch ihn zu beischen. Jawohl, der mit einem Toll garantiert. Aber der hier... Nee, den werden wir vorher nicht noch packen. Schade. Aber irgendwie erinnern mich diese Höhlenmenschen an... Ich weiß auch nicht an wen. Irgend so eine Cartoon-Figur. Die sehen ja generell so komisch aus. Und ganz in Grün ist ja auch klar, das sind sozusagen auf... ehemalige Bohnenländer hinweisen, weil die ganzen Bohnenländer sind ja grün. Okay, Mario ist Level Up. Auf Level 36. Jetzt heißt es die KP erhöhen. Um 5, komm. Ach, Kacke, Mann. Das ist doch echt nicht wahr.
Hier werden wieder mit Lachbohnen und sonstigen Krams zugespammt. Mann, ernst, warum bekommt man hier eigentlich so viel Lachbohnen? Das habe ich mir bis heute immer gefragt. Weil man sie einfach bekommt. Ach, jetzt kommt schon. Gibt Ruhe hier. Nein. Lasst es. Böse Schneesniffits. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt euch schon mal wirklich tierisch auf dieses Finale dieses Spiels freuen, weil ich finde es einfach nur episch. Aber ihr dürft dann nicht gleich denken, dass jetzt dann auch gleich mit Mario Luigi 2 weitergeht, weil das Spiel habe ich zwar jetzt gerade auf Name bereit, aber nee, das wird noch ein Weilchen dauern bis dahin, weil vorher werde ich noch Mario Luigi 4 Traumteam-Brüder fertig machen. Und dann erst, meine lieben Leute, von heute geht's weiter mit Mario Luigi Partners in Time oder Zusammen durch die Zeit. Ihr dürft das auf keinen Fall verpassen, weil das Spiel wird bestimmt euch gefallen. Boah, 500 Erfahrungspunkte bekommen wir da jedes Mal. Also wenn ich da also weitermache, komm jetzt. Ach, warum schaffe ich denn nie einen Erstangriff da? Aber was soll's. Immerhin können uns die Gegner mal. Die packen wir schon. Tschüss, Lutscher. Ich glaube, jetzt hat der Luigi schon langsam mal eingeholt, oder? Erstmals überprüfen. Brüderinfo. Ah, ja, fast. Fast hat er ihn eingeholt. Fast. Oh, Luigi braucht mehr Abwehr. Das ist auf jeden Fall sicher. Und, Mario braucht mehr Brüderpunkte. Gut. Dann wäre das also geklärt. Dann gehen wir jetzt weiter. Da sind wir auch schon gleich. Na, warum zählt das vorher denn nie? Wir müssen mal wieder mit diesem Fass zusammenarbeiten. Also mit den Fass arbeiten, was wir schon vorher kennen. Oh, da muss Luigi dabei sein. Sonst funktioniert das leider nicht. So, ich glaube hier zuletzt fiel das Fass runter. Nein. Okay, aber jetzt. Jetzt aber. Müssen wir das Fass benutzen und den Feuerball auf diesen Ding zurückschicken. Und schon schmilzt es und es öffnet sich eine Brücke, womit sich die Brüder wieder vereinen können. Jawohl. Das mache ich auch gleich mit Mario. Oder kann ich mit ihm überhaupt zurück? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass es möglich ist. Ja, wird wohl auch nicht. Wird da wohl möglich sein, ey. Ja, geht doch ganz einfach. Sehr schön, damit geht er den Weg, den Luigi gegangen ist. Und die Brüder sind wieder vereint. Damit können wir endlich weitermachen mit dem Witztempel. Ich glaube, dass wir schon bald beim großen... Oh. Hätte das so sein müssen? Nein, ich bin blöd, Mann. Oh Gott. Ich bin echt sowas von dumm. Ich habe da, glaube ich, jetzt einen riesen Fehler gemacht mit Luigi da. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen, weil jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es weitergeht da. Komme ich überhaupt noch da zurück? Heiliger Bimbam, bin ich denn blöd, Mann? Oh, sind eh wieder vereint, okay. Wie geht's jetzt nochmal weiter? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber beide Brüder werden auf jeden Fall benötigt für irgendeine Stelle. Hm. Aber hier kann man sich nur wieder trennen. Ich glaube, ich weiß es, wie das wieder ging. Oder? Ich glaube, man braucht weiter unten immer noch die beiden Brüder. Die beiden Gebrüder Grimm. Ah, nein, Moment. Moment mal. Die Kerze. Oder kommen wir nicht mehr rein? Das ist das Problem an der Sache. Hä? Ich blicke jetzt gerade gar nichts. Was muss ich denn hier nochmal machen? Weil die Brüder konnte ich ja jetzt vereinen.
Habe ich irgendwas übersehen? Irgendeine Kleinigkeit? Wahrscheinlich war dem so, weil ich weiß jetzt echt nicht, wie es nochmal da weitergeht. Augenblick, ich musste jetzt nur schnell mal überprüfen, ob mein Headset auch wirklich, ja, passt schon. Passt schon. Ich wollte nur überprüfen, ob die Stimme auch, aufgenommen werden kann, dass die Stimmlautstärke meines Headsets, auf höchste Stufe gestellt ist. Es kann auch versehentlich passieren, dass dann plötzlich die Stimme ausfällt. Und da kann ich nichts dagegen tun, da müsste ich im Nachhinein kommentieren. Ja, richtig, da müsste ich rauf, ich Volldepp. Tja, aber wie das jetzt weitergeht, liebe Leute, würde ich sagen, erfahren wir im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Holy Freak 89. Danke fürs Gucken, wir sehen uns, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!